unser erstes Mal hier heute, Christian. In die Fotosprechstunde. Genau. Willkommen zu unserer 51. oder ersten Episode von dem Podcast Die Fotosprechstunde. Wir haben jetzt endlich einen Namen. Wir sind nicht mehr der Podcast ohne Namen, sondern wir haben jetzt ganz schnell... Und auch nicht der Podcast mit Namen. Liebe Grüße an Simon von Neurapix, der das, das in der letzten Folge in den Raum geworfen hatte und gesagt hat, vielleicht nennt ihr euch auch einfach Podcast mit Namen. Fand ich ganz cool, aber... Wir haben ja schon jetzt die Fotosprechstunde, weil wir sprechen immer ungefähr eine Stunde. Genau, immer ungefähr eine Stunde. Und wir sprechen über Fotografie und alles, was darum dazugehört. Im Business, in allem Möglichen. Und da haben wir gedacht, Fotosprechstunde, wie als wenn du so zum Arzt gehst, weißt du? In die Sprechstunde, du gehst in die Sprechstunde. Und so ja, kann man ungefähr Männern. Eine Stunde hier uns lauschen. Bei unseren Erfahrungen zur Fotografie. Ja. Schnell gerade die Entscheidung getroffen. Wir wollten doch heute den Namen haben, ne? Ja, aber die spontanen Entscheidungen sind meistens die besten. Einfach machen. Wie geht's dir, Christian? Folge 51 jetzt hier. Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade aus 2 Wochen Mallorca wieder zurück. Bin gestern wieder gelandet. Du hast Farbe. Genau. Alle, die auf YouTube zugucken, hallo. Ich habe auch extra ein weißes T-Shirt heute an, damit das die 2 Wochen Mallorca-Bräune noch mal ein bisschen unterstreicht. Das sieht man auf jeden Fall. Du siehst frisch und erholt aus. Hast du Urlaub gemacht hast du die Kamera in der Hand genommen? Ich habe die Kamera mitgenommen. Das war der eigentliche Grund, warum wir nach Mallorca geflogen sind, ist, dass wir auf den Philippinen vor einem halben Jahr 2 ganz liebe Menschen kennengelernt haben, die auf Mallorca leben. Und das war so ein typischer Fall von, ach, wir müssen uns irgendwann mal wiedersehen. Mhm. Und wie das meistens mit solchen Sachen ist, das passiert nicht. Ne, weil man immer sagt, okay, ja, wir müssten mal. Aber dann war das hier im März und April ja, glaube ich, so schlechtes Wetter, dass ich hier so einen Lagerkoller gekriegt hatte und zu meiner Frau gesagt habe, Schatz, wir machen das jetzt einfach. Ich habe im Juni noch ein bisschen frei und wir suchen uns ein Wochenende raus und packen da eine Woche Mallorca rein. Und dann habe ich den beiden geschrieben auf Mallorca, habe gesagt, hier, dann und dann würden wir gerne euch besuchen und mit euch fotografieren. Und dann haben die gesagt, ja, das passt. Das Wochenende ist frei, wir sind da, kommt gerne vorbei. Und das war der eigentliche Grund, warum wir nach Mallorca geflogen sind. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns dann ein Hotel gebucht, wir haben einen Flug gebucht. Ich habe mir einen kleinen Shooting-Tag mit den beiden ausgedacht. Und den haben wir durchgezogen. Und wir haben 3 verschiedene Shoots gemacht. Einmal bei uns im Hotel, das war so ein altes Kloster. Also richtig geil, so ein mallorquinisches altes Kloster, oben auf einem Berg. Über 500 Meter, 534, glaube ich, stand auf dem Schild, auf dem Stein ganz oben auf dem Berg, eine 360-Grad-View über die gesamte Insel. Es war so faszinierend, du konntest überall hingucken. Und ihr hattet eine schöne Brise wahrscheinlich. Und wir hatten eine schöne Brise, genau, es war nicht ganz so heiß. Es war zwar auch ein bisschen windig, aber eine natürliche Windmaschine ist ja immer gar nicht so schlecht. Und dann haben wir dort einen Shoot gemacht. Ich habe den so ein bisschen Elopement-Style-mäßig aufgebaut, also mit gemeinsam Fertigmachen im Hotelzimmer und dann Shoot in diesem Kloster, in diesen Gebäuden, im Innenhof und so weiter. Und dann sind wir an die Klippen gefahren, haben wir noch ein kleines Sunset-Shoot gemacht und dann zurück nach Palma, wo die beiden wohnen. Und wir waren Shooting-Tag und am Freitag waren wir schon da und dann kommen wir in dieses Haus, die haben in Palma, in Santa Catalina, also fast neben der Kathedrale da auf Palma oder in Palma, haben die eine Wohnung mit Dachterrasse. Und da sind wir hingegangen, schön gegrillt, haben einen netten Abend verbracht und dann kommen wir unten in den Eingangsbereich dieses Hauses und ich dachte mir, alter Schwede, wie geil ist das denn hier? So richtig oldschool, so richtig 70er Jahre Bau. Vielleicht auch sogar noch früher, ich weiß es gar nicht, mit so geilen Bodenfliesen, mit Kronleuchtern an den Wänden, mit so eine alte Oldschool-Holzwand, Holzverteflungwand. Richtig geil. Und habe ich gedacht, hier mache ich noch mit den beiden im Abenddress quasi, also er in Anzug, sie in einem schicken Abendkleid, so eine Blitzsession. Oh, ich wollte gerade fragen, das hast du wahrscheinlich geil. Nicht ohne Hilfslicht gemacht. Ja. Nee, aber so richtig direkten Flash oben auf die beiden drauf, mit dem Umgebungslicht gespielt. Mega, richtig geil. Einziger Nachteil,
Parkplatzsituation in Santa Catalina ist einfach die Hölle. Wir waren nach dem Sunset-Shoot und haben wir noch gegessen gemeinsam, waren wir um 23 Uhr an der Wohnung. Wir waren um 23.45 Uhr in der Wohnung. Oh. Weil wir eine Dreiviertelstunde da rumgefahren sind, um irgendwie einen Parkplatz zu finden. Die Herausforderung war, dass das alles fast Einbahnstraßen sind. Mhm. Und du nicht irgendwo wieder rein und wieder raus kannst. Wir sind, wie gesagt, beide. Also wir sind mit zwei Autos gefahren und wir sind beide eine Dreiviertelstunde da rumgeirrt, bis wir beide einen Parkplatz hatten und in der Wohnung waren. Wenn dieser Eingangsbereich nicht so geil gewesen wäre, dass ich das unbedingt machen wollen würde, hätten wir, glaube ich, nach einer halben Stunde hatte meine Frau schon keinen Bock mehr. Die gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause. Wir lassen das. Und ich sage, nee, ich will dieses, wir finden einen Parkplatz. Wir finden einen Parkplatz, ich will diese Fotos. Und am Ende hat es geklappt. Am Ende hat es geklappt. Wir haben dann nochmal 20 Minuten vielleicht. Und ich hatte noch so zwei so Champagnerkelche gekauft und eine Flasche Shampoos. Und dann haben wir da nochmal ein bisschen so Aftershow-Party nachgestellt. Und ja, war richtig, hat richtig Spaß gemacht, war richtig, richtig geil. Und ja, wir sind viel durch die Gegend gefahren auf Mallorca. Ich kenne jetzt viele Locations. Also falls irgendjemand noch Location-Tipps hat oder braucht für Mallorca, ich kenne da so ein, zwei jetzt. Und das Spannende, ich habe ja auf Insta gepostet, dass wir Location-Scouting gemacht haben. Man muss dann leider sagen, oder was heißt leider, wir haben dann an keiner der Locations wirklich fotografiert. Ihr habt euch nur sondern dann war es wieder wie nur genossen. In einem normalen. Ja, nein. Also ich hatte mir das so schön ausgedacht und hatte mir das geplant. Und das waren zu weite Wege. Mhm. Also wenn wir diese Locations alle auf Mallorca sind ja 50 Kilometer, da fährst du ja anderthalb Stunden, weil die teilweise die Straßen sehr schlecht sind, wenn du dann zu diesen Secret Spots irgendwie möchtest, wo du dann irgendwelche Serpentinen hochfahren musst und ist alles eng und du kannst eh nur 30 fahren oder solltest nur 30 fahren. Und damit die Achse nicht bricht. Ja, ja, das war grandios, aber dann war es wie ein Hochzeitstag an sich. Ich wusste eine Location, wo wir fotografieren wollen. Das ist ja meistens auch so, wenn wir zum Hochzeitstag kommen, wissen wir, wo es stattfindet, suchen uns eine Location raus, vielleicht noch eine zweite für den First Look oder so. Und dann haben wir spontan entschieden, okay, wir machen das hier, wir machen das hier, wir machen das hier. Und hat wunderbar funktioniert. Ich bin mega happy, musste alles noch nachbearbeiten. Aber das hat sich echt gelohnt. Es war wirklich ein toller Tag. Es war wirklich sehr, sehr schön. Hast du schon alles nachbearbeitet? Nee. Nee. Da ist so viel auf der, in der Pipeline noch, dass es nicht, nicht funktioniert hat. Also da, irgendwann war auch ein bisschen Freizeit noch. Wir haben immer bis mittags ungefähr ein bisschen was getan. Und dann sind wir mittags immer gegessen und danach war dann Urlaub, so ein bisschen. Genau. Und klingt spannend. Aber Nachbearbeitung geht ja jetzt auch seit ungefähr zwei Jahren geht es auch ein bisschen schneller, ne? Das ist so. Freuen wir uns, dass wir Bing, 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 Werbung, dass wir wieder NeuroPix als Sponsor dabei haben. Und das auch nicht unbegründet, weil NeuroPix ist ja einfach die Bildbearbeitungsplattform, Nachbearbeitungsplattform als KI-Variante in dem Sinne. Du hast dein Smart Preset hinterlegt und schiebst einfach dann deine Bildauswahl dahin oder sagst mit der Flatrate, wenn du die Flatrate nutzt, hier sind alle meine 6000 Fotos vom Hochzeitstag, einmal bitte in hübsch, in meinem Stil. Vorher angelernt und jetzt haben sie nämlich den individuellen Zuschnitt. Den habe ich gestern nochmal, ich glaube, bei 450 Fotos ausgetestet. Habe mal ganz mutig draufgeknickt. Bitte zuschneiden und begradigen. Und es hat richtig gut funktioniert. Ich glaube, jetzt seit knapp 10 Tagen. Falls ihr es noch nicht kennt, generell NeuroPix, schaut einfach mal in die Beschreibung rein. Mit unserem Rabattcode, mit dem Link, wir kriegen jetzt wahrscheinlich einen neuen, ne? Müssen wir mal schnell einspielen. PON, also Podcast ohne Sonst einfach ist ja, funktioniert nicht mehr, aber einfach auf den Link klicken und da ist ja. Dann alles schon hinterlegt. Also das funktioniert immer noch. Genau, und dann habt ihr 1000 Free Edits on top. Und also insgesamt mal aus. 2000 statt 1000, insgesamt 2000 Free Edits mit dem Link unter diesem Video oder in den Shownotes. Das sind schon drei große Hochzeiten oder sonstige Geschichten. Ja, je nachdem, wie viel man abgibt.
Auf jeden Fall eine heiße Empfehlung hier von uns, ist in unserem Workflow integriert. Werbung Ende. Dim, dim, dim. Das heißt, du hattest eine Location besichtigen können und genießen können, oder die anderen hast du dann vielleicht verworfen. Du hattest das Couple-Shooting. Du hast genau. Bestimmt nochmal die Kamera in der Hand gehabt, oder? Ja, ich habe insgesamt zwei Couple-Shoots gemacht, weil wir dann ja noch eine, dann hat sich die Chance ergeben, dass ich mit Lukas und Shanti von Wilkin Weddings eine Hochzeit auf Mallorca begleiten durfte. Also ich hatte quasi meine erste Destination Wedding und durfte da mit dabei sein. Eine Wahnsinns-Location, die Finca Moneta. Ganz wunderbar. Und das Arbeiten mit Lukas und Shanti, also Top-Chefs. Wenn ich mir Chefs aussuchen würde, dann die beiden sind ganz oben in der Liste. Hatten sie konkrete Vorstellungen, was du vielleicht auch selber abdecken kannst? Oder haben sie gesagt, Feuer frei? Sie haben grundsätzlich gesagt, Feuer frei. Es waren ein paar Momente, wo die beiden einfach, weil sie Foto und Video ja immer von der oder meistens von der gleichen Situation machen, gesagt haben, okay, hier findet jetzt gerade was statt, da drüben findet aber auch was statt. Kannst du das covern? Und dann habe ich das gemacht. Arbeitet genau, jeder so für sich oder übernimmt Lukas oder Shanti dann Video, Foto oder machen beide Hybridarbeit? Wenn die beiden unterwegs oder beide zu zweit da sind, macht Lukas das Video und Shanti macht die Fotos. Ah, okay. Mhm. Genau. Und ich habe dann immer beides hin und her gemacht, um dann den größtmöglichen Mehrwert auch für die beiden dann in der Situation zu schaffen. Und war ganz traumhaft, war super. Es war ein deutsches Paar und es war auch eine deutsche Hochzeit. Also wir haben auch Hochzeitsspiele gemacht. Mhm. Aber alles in einer mega geilen Location mit tollem Licht, mit tollen Menschen, mit ich habe das erste Mal gemerkt, wie es ist, mit einer Wedding-Plannerin oder Wedding-Planern zusammenzuarbeiten. Es nimmt ganz viel ab von dem, wie ich sonst arbeite. Ne? Also diese ganze Orga zwischen oder die ganze Kommunikation zwischen Brautpaar, Location, was machen wir wann, wann gibt's Reden, wo ja sonst keiner irgendwie sich großartig für zuständig fühlt. Das war alles nicht unser Bier. So, wir haben uns komplett auf die Fotos und Videos konzentriert und das war schon schön. Das hat schon Spaß gemacht. Das war schon eine mega Erfahrung, die ich da machen durfte. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich hoffe, ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass ich die beiden unterstützen konnte. Stimmt. Ja. Wie lange habt ihr sie begleitet? Wir waren 10 Stunden da. Also 14 bis 24 Uhr. Und am Vorabend noch beim Get-Together 2-3 Stunden ungefähr, 2,5. Mhm. Genau, war runde Geschichte auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, cool. War fast so, wir haben ja irgendwann mal in einer Folge drüber gesprochen, was für Hochzeiten ich gerne begleiten wollen würde. Das war so eine. Der Vorteil ist auch, man kann sich schon abends in die Gesellschaft einfühlen und auch die Gesellschaft weiß schon, wer kommt morgen. Ne? Dann ist es nicht so, ach, der Fotograf ist da, hallo. Ja, und man hat diesen, deswegen mache ich ja hier auch immer so gerne die Standesämter mit. Ne? Also wenn ich für eine große Hochzeit für Kirchle oder freie Trauung gebucht bin, bin ich ja sehr, sehr gerne auch so eine Stunde oder zwei dann beim Standesamt. Ist ja eigentlich das, was ich aktuell mache, wir haben keine Get-Together-Abende. So, für mich ist das Get-Together-Abend dann die standesamtliche Trauung, wo man schon mal die engsten Familienmitglieder irgendwie kennenlernt. Ne? Und schon mal weiß, okay, die gehören zu der Seite, die gehören zu der Seite. Und deswegen mache ich das auch so super gerne, weil es da einfach den Tag an sich, den großen Hochzeitstag, einfach so viel einfacher macht. Schon mal so eine kleine Vorbereitung für alle. Genau. Ja. Genau, dass man nicht denkt, guck mal, jetzt kommt der Fotograf, sondern dass sie am Samstag dann schon wissen, jetzt kommt Christian. Also. Das ist ja dann so immer das Ziel. Von der Fotograf zu dem Namen. Genau, richtig. Genau. Von Podcast ohne Namen zu die Fotosprechstunde. Von Fotograf zu Christian. Oder genau. Sascha, bei dir in deinem Fall. Genau. Nee, es war rundum gelungen. Ich war ein bisschen aufgeregt. Zwar nicht so aufgeregt, wie als, ne, wenn jetzt der ganze Druck auf mir, also da waren die beiden noch, also Lukas und Shanti waren noch super. Die haben halt gesagt, mach dein Ding, wir vertrauen dir, du machst das schon. Ne? Also du bist ja völlig frei, mach dir gar keinen Druck. Ganz im Gegenteil, sei entspannt. Und klar, wir brauchen die Bilder. Also ne, wir wollen das irgendwie, also du bist hier da, um uns zu unterstützen. Und dann, aber ganz super entspannt.
Wir haben uns so vorher noch kurz getroffen, haben noch kurz, also bevor dem, vor dem Get-Together-Abend, haben uns noch mal kurz, ich kenne die beiden ja über die Business School von Julia und Jill, da sind die beiden ja auch über die Flash-Class und so weiter und so fort. Und, aber dann noch mal so, nur zu dritt dann irgendwie, ne, aber auch bei dem, bei der Julia und Jill Conference, als wir da waren in Leipzig, da waren die beiden ja auch mit dabei. Und das heißt, es war nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, aber dann so in dieser Arbeitsatmosphäre ja dann doch das erste Mal. Und das war schon, das hat schon echt Spaß gemacht. Sind die eigentlich auch auf Canon unterwegs? Ich glaube wohl, oder? Ja. 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 Also Lukas filmt mit einer R6 und Shanti ist immer noch auf einer 5D Mark IV. Also die ist noch, wir haben da kurz drüber gesprochen, sie sagt, ja, ich weiß schon, ne? Das ist mit Augenerkennung und allem drum und dran, dass er doch schon hat sich weiterentwickelt. Aber sie kommen, also es ist immer noch ihre 5D Mark IV, ist das heißgeliebte Baby und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das ist ja, Never super. Change a running system, oder? Nee. Also, wenn sie damit happy ergänze ist. Ergänze es, nicht von jetzt auf gleich, aber ergänze es um, also sie hat ja auch die R6 von Lukas dann auch irgendwie parat und probiert da immer drum rum. Aber es ist wie bei uns, wenn wir irgendwie eine neue Kamera haben oder uns ein neues System kaufen oder eine neue Linse oder, wir setzen das ja auch nicht auf einem Hochzeitstag ein und üben dann so, sondern wir würden das ja auch erst machen, wenn wir sagen, okay, damit fühlen wir uns sicher und damit kann ich umgehen, ich weiß, wo die Knöpfe sind und so weiter. Und das ist ja einfach nur ein professionelles Denken. So, das ist ja, das stimmt schon. Ne? Also wenn du einen großen Sprung hast von der 5D Mark IV zur, ins R-System, aber sonst vom R zu R6, R6 II, da habe ich keinen Testshoot gemacht. Das ist dann kein Riesensprung mehr, ganz im Gegenteil. Ne? Also als ich R6 auf R6 II gemacht habe mit dem Switch am Foto-Video-Switch mit dem Rädchen, also das war eher eine Erleichterung. Hast also du darauf gewartet? Habe ich nur darauf gewartet, habe ich mir in der ersten R6 schon gewünscht. Ja. Und wir kennen das ja schon, wenn wir einen Blackout haben, muss man einfach den Akku ziehen. Liebe Grüße hier nochmal an Canon. Wobei ich sagen muss, das habe ich lange nicht gehabt. Das habe ich lange nicht gehabt. Ich habe es jetzt auf der Hochzeit, hat die Kamera so lange gebraucht, um die Dateien zu schreiben. Bis mir, es dauerte so 4 Minuten, bis ich das gemerkt habe, war auch hinten raus, also zur Party, da ist dann, war es dann nicht mehr so wichtig, war auch alles gut. Die zweite Speicherkarte, wo die JPEGs draufgeschrieben werden, hatte ich im Vorwege vergessen, dass da standardmäßig auch die Videodateien draufgeschrieben wird. Das kann man anpassen, da muss man aber dran denken, auf welche Karte jetzt das Video geschrieben wird. Und ich habe es halt nicht umgestellt und die Videodateien sind auch auf die zweite Karte geschrieben worden. Das heißt, die war voll. Und deswegen hat die Kamera so lange gebraucht. Aber es war nicht, weil der Akku nicht, Akku rein, raus, das war es nicht, der Fehler, sondern es war einfach der Fehler. Sitzt vorm Rechner, hätte ich fast gesagt, aber der Bediener, dass die zweite Speicherkarte einfach voll gelaufen ist. Und da habe ich die Speicherkarte gewechselt. Danach war alles wieder super. Also toll. Ja. Ich weiß nicht, was Canon da jetzt irgendwann mal gemacht hat, aber vielleicht im letzten Firmware-Update irgendwas drin gewesen ist, was diesen Fehler. Ich hatte den tatsächlich schon lange nicht mehr. Ich habe ihn jetzt auch deutlich weniger, aber ich hatte ihn in den letzten 2 Wochen auch ein oder zweimal, dass die eingefroren ist, aber nicht mehr so viel wie früher. Also letztes Jahr gab es einen Samstag Hochzeit, da hatte ich es 2-3 Mal am Tag. Ja. Und das war dann schon echt, wo ich dachte, boah, jetzt ist aber auch genug. Ja. Ich glaube, die haben da mit dem Firmware schon was verbessert. Ja. Genau. Nee, also abschließend, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben schon 20 Minuten hier über meinen Urlaub gesprochen oder über meine Shooting-Reise. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich möchte auf jeden Fall wieder hin. Und ich habe dann jetzt am letzten Abend noch einen zweiten Shoot gemacht. Da waren wir in Alcudia. Das heißt, einfach nochmal ein bisschen was anderes. Wir hatten erst so Klostergemäuer und dann die Klippe und die Blitz-Session unten im Eingangsbereich. Und dann hatte ich noch, waren wir noch in Alcudia mit einem Pärchen, was ich mir über Insta gesucht habe, beziehungsweise die sich auf meinen Aufruf gemeldet haben. Wir sind auch da. Und da waren wir in Alcudia und haben da so ein bisschen Stadt. Ne? Also diese typisch mallorquinisch-spanischen Häuser mit den grünen Fensterläden, mit den Blumen vorne vor und den Pflanzen, die da vor den Haustüren stehen und so weiter, Eingangsbereich und sowas, und haben dann einfach nochmal ein kleines Shoot
gemacht, was ein bisschen anders dann aussieht. Und jetzt habe ich vier Shoots, vier verschiedene Settings fotografieren können. Und das war eine runde Sache, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde definitiv nächstes Jahr wieder hinfliegen. Also wir haben schon gesagt, nächstes Spätestens. Jahr im Juli irgendwann wird es wieder eine Shootingreise nach Mallorca geben. Dann ein bisschen anders aufgezogen als jetzt nochmal. Aber das hat wunderbar, also es hat so Spaß gemacht. Und dann mal gucken, ob auch eine Woche oder zwei. Je nachdem. Schauen wir mal. Licht, genau. Licht ist wirklich so schön beim Shooting. Oh, herrlich. Du kommst aus Mallorca, das war das erste Mal, wir waren schon drei, es war jetzt das dritte oder vierte Mal, glaube ich, dass wir auf Mallorca waren. Und es ist mir noch nie so krass aufgefallen, dass wir sind raus, haben unseren Mietwagen abgeholt und sind losgefahren zu unserer Location. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist das Grün. Das ist mir sonst nie aufgefallen. Das Grün in Mallorca ist ein anderes Grün als hier bei mir in Stade. Und wahrscheinlich auch als bei dir in Hamburg. Ob das gut oder schlecht ist, lassen wir komplett dahingestellt. Aber es strahlt nicht so. Ja, es ist nicht so hell. Es ist nicht so hell, es ist alles gesättigt, es ist alles ein bisschen dunkler. Und auch wenn die Sonne da drauf scheint, reflektiert das nicht so stark. Aus irgendeinem, hängt vielleicht damit zusammen wegen dem Wasser und hast du nicht gesehen. Aber es ist einfach ein anderes Licht und du hast in den Straßen und in Alcudia zum Beispiel, ne, du hast überall helle Böden. Selbst das, was gepflastert ist, ist hell und nicht roter Backstein, hätte ich fast gesagt, ne, so eine Backsteinstraße oder schwarzen Teer oder irgendwie sowas. Es ist alles hell. Bis auf Straßen sind natürlich, ne, auch geteert, die sind auch dunkel. Aber in einem helleren. Aber in den zumindest Städten, die Fußwege dann, ja. Ja, und auch die ganzen, jetzt weiß ich, warum das Licht einfach anders ist, weil es einfach auch aus der gesamten Umgebung wieder anders reflektiert. Du hast da keine dunklen, dunkelroten Klinkerhäuser. Das ist alles hell. Und ja, weil die ja noch heißer werden würden, also die dunklen Bauten. Genau. Ja, deswegen, aber es ist einfach, die weißen Häuser sind halt auch nicht ausgedacht. Das ist einfach, damit die nicht sich so aufheizen. Und für uns ist das dann natürlich so der Gedanke, boah, das ist aber ein schöner Bouncer hier. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, und da ist es egal, in welche Richtung du quasi fotografierst, weil du überall kommt Licht wieder zurück. Und die Sonne ist ja die gleiche. Also da machen wir uns ja nichts vor. Aber die Reflexion, wo das wieder zurückkommt, ist einfach so viel angenehmer, schmeichelnder für alles, das ist mir noch nie so krass aufgefallen. Wahrscheinlich, ne, auch ich entwickle mich ja weiter und meine, ne, was man also weiß und kennt und hört. Aber das war wirklich grandios zu sehen. Es war wirklich, wo ich dachte, Alter, es ist hier alles schön. Du kannst hier in jede Richtung und selbst der kleinste Feldweg mitten in der Sonne ist irgendwie schöner als für mich, als jeder Wald hier in Deutschland. So. Ja, ja, du bist ja auch ein bisschen verwöhnt, ne? Deine Spazierrunde bei euch, die Ecke ist auch toll. Also aber wenn die Sonne scheint, reflektiert auch da das Gras grün nach natürlich oben. So. Ne? Machst ein bisschen Magenta dazu. Ja, KI regelt. Neuropix regelt das mit dem Weißabgleich. Genau. Nee, also das war eine sehr, sehr schöne Zeit, waren tolle zwei Wochen. Gefühlt waren es länger als zwei Wochen, weil wir so viel gemacht und gesehen haben. Wir haben dann noch, Freunde getroffen, wir waren essen, wir haben von 14 Tagen haben wir zwei Tage am Strand gelegen. Also, und das ist untypisch für euch. Das ist für uns untypisch, genau. Also wir sind, glaube ich, in den zwei Wochen knapp 2000 Kilometer gefahren über die Insel, hin und her und zurück und vor und wieder hin. Und Wahnsinn. Wir haben viel gesehen. Es war mega cool. Und wie gesagt, wenn jemand aktuell Location-Tipps braucht, hit me up. Ich kann helfen. Ich habe einen Bergsee gefunden, Sascha. Ich habe einen Bergsee gefunden. Oh, ein Bergsee? Ein Bergsee. Oh, war der geil. Ist das schön. Und wenn du da dann zur richtigen Zeit bist, dann kommt das so noch über die Berge, das Sonnenlicht und hast du unten Kiesel und auch alles hell und freundlich und dann eine leichte Brise und oh, toll. Kaum einmal da?
kaum einer da. Mhm. So, es ist, du musst auch fahren. Also auf dem Weg dahin haben wir uns verfahren, weil ich so blöd war in Google Maps, irgendwie auf den Bildschirm gekommen bin und der irgendeinen Punkt in irgendeiner Pampa gemacht hat, wo wir hinfahren oder uns hinhaben leiten lassen und dann vor einem Gate standen, wo privat, kein Durchgang. Hat uns anderthalb Stunden gekostet, ja, der Umweg. Wieder zurück, ja, und einmal um wieder Pudding. Ja, genau. Und eigentlich wäre das gar nicht mehr so weit gewesen. Einfach stehen lassen und laufen. Ja, nee, also wir wären ja trotzdem am falschen Punkt gekommen. Okay. So, also ne, wir sind ja anderthalb Stunden in eine falsche Richtung gefahren. Naja. Naja. So lernt man. Machst du nix, aber auch da, ne, die ganze Ecke hinten um die ganzen Berge. Puh, Alter, ist das schön da. Es ist einfach nur schön. Eine tolle Insel. Hinflug war auch grandios. Mhm. Ne, wie Klassenfahrt. Die coolen Kids sitzen hinten im Club, im Bus. Wir haben auch hinten im Flieger gesessen. Bei den coolen? Bei den coolen, ja. Bei den Malle-Urlaubern. Es die war herrlich. Kegelclubs. Ich glaube, eher so Fußballmannschaften. Okay. Es war grandios. Es waren 2,5 sehr interessante Stunden der Hinflug. Also ich saß da nur und dachte so, okay, hörst du einfach mal zu. War lustig. Heute ohne Musik, ohne Podcast im Ohr. Es war sehr, sehr unterhaltsam, ja. Genau. Ja, war ich toll. Mag die Flugzeit auch immer. Eigentlich zack auf die Ohren und bisschen entweder Culling oder Nachbearbeitung. Ich nehme auch das Behringer mit. Also das MIDI-Panel findet da seinen Weg in den Rucksack. Und ich hatte jetzt, wann waren wir? Im Mai waren wir auch Spanien unterwegs. Ich musste nicht mal meinen Rucksack leer machen. Hier in Hamburg am Flughafen gibt es jetzt so Sicherheitsschleusen. Ja. Ich so, alles ausräumen, Kamera, Laptop. Nee, lass alles drin. Wie? Ja. Einfach durch. Keine Flüssigkeit mehr raus. Einfach nur noch den Rucksack hin. Es gibt zwei verschiedene Arten von Scannern am Hamburger Flughafen mittlerweile. Ihr müsst mal, wenn ihr in Hamburg seid und ihr das jetzt hört und das ein Tipp für euch ist, den ihr nutzen könnt, immer wenn ihr das Markenschild des Scanners lesen könnt, müsst ihr das nicht mehr ausräumen. Das sind so größere Kästen. Die kann man, wenn man es weiß, kann man die sehr gut unterscheiden, weil die normalen Scanner sind relativ flach und klein und das andere sind große graue Kästen. Und da steht ein Markenname drauf, ich weiß gar nicht mehr welcher, aber ist auch völlig egal. Und immer wenn man den lesen kann, hat mir die nette Dame gesagt, die mir auch gesagt hat, nee, lass alles drin. Ja, die sind neu, braucht ihr nicht mehr. Also immer wenn ihr das lesen könnt, kannst du alles drin lassen. Und dann habe ich was gehabt, Sascha. Wie das ja so immer so ist, ne? Du gehst da durch die Sicherheitskontrolle, alles gut und fein, ne? Nichts dabei. Und dann wartest du auf dein Handgepäck, auf deinen Rucksack und denkst dir so, kommt der ja, und dann biegt der ab zu der Drogen- und Sprengstoffkontrolle. Kontrolle. Und dann ich so, auch echt jetzt, muss das sein? Weil der war ja vollgepackt. Und wenn du den gewogen hättest, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut gewesen wäre. Und dann komme ich da hin und dann sagt der nette Mensch am, ist das Ihr Rucksack? Ja. Oh, Sie haben ja viele Kameras dabei, ne? Und der hatte den noch nicht offen. Ja. Der hatte den Rucksack noch nicht offen. Und ich sage, ja, 2 Wochen Urlaub und da braucht man einfach ein bisschen Auswahl und so. Ja, kann ich verstehen. Was fotografieren Sie denn? Canon, Nikon, Sony? Ich sage, Canon. Ah ja, dann haben Sie ja schon gewonnen heute. Erst hat er mich gefragt, was haben Sie denn verbrochen heute? Ich sage, das weiß ich nicht, das sagen Sie mir vielleicht gleich. Canon, ja, dann haben Sie schon gewonnen. Hm, welche Kamera? Ich sage, R6 Mark II. Oh, sagt er. Das ist ja was, das ist ja gut. Ja, ich muss da mal reingucken. Dann machte er den so auf, klappte die Rückseite hoch und sagte, oh ja, okay, was ist denn hier für ein, das ist ja ein großes Objektiv da dran, ne? Was ist das denn hier? Ja, hat es 28-70? Ja. 28-70. Ah ja, und ich muss das mal eben kurz hochheben. Ja, das ist aber schon schwer hier. Was sind das für eine Blende? Ich sage ja 2.0. Ah ja, ich habe nur 24-70 mit 2.8. Und dann kam irgendwie sein Kollege, der sagt, na, sollen wir hier mal einen Sprengstofftest machen? Guckt er ihn an und sagt, wir gucken mal nach Sprengstoff, ne? Und dann machte der hier irgendwie so sein, ne, diese
fädelte er da so rüber über den Rucksack und ging dann wieder weg und er quatschte mich nur voll, ja, ich, ne, Foto und so. Ich fotografiere auch mit Canon und oh, das ist aber schon schwer, da müssen wir schon viel tragen. Ja, ja, ist so, aber ne, passt schon. Dafür gehe ich ins Fitnessstudio, habe ich gesagt, ja, das ist auch gut, das ist auch gut. Und dann sagte der Kollege, hier ist alles safe. Okay, ja, dann hat er es wieder eingepackt, ganz vorsichtig. Und dann hat er gesagt, ja, gut, dann gute Reise. Hat auch eigentlich das 2870 mal in der Hand gehabt. Das war lustig. Ich dachte so, erst habe ich gedacht, oh, echt, was kommt denn jetzt? Und da habe ich aber ganz nett mit dem geplauscht. Wir hatten keinen Zeitstress, von daher, es war alles gut. Aber das war spannend. Also liebe Grüße an den Kollegen, falls er das hier irgendwann mal hört. War eine lustige Erfahrung auf jeden Fall. Genau. Genug von mir, Sascha. Wie geht's dir? Wie waren deine zwei Wochen? Gut gefüllt, war gut unterwegs. Ich hatte, lass mich gucken, genau, 3 Hochzeiten begleitet, auch 2 große, super nettes Paar. Einmal ein Doppelwochenende mit Standesamt und dann an dem Samstag die große Sause. Ja, 2 sehr nette Paare. Konnte ich in NRW übernachten, hatte mir dann ein Hotel genommen, bin ganz entspannt abends angekommen und konntest du so, ich mag das, wenn du in den Tag reingleiten kannst und du so ein Gefühl kriegst auch, ne? Wo bin ich hier gerade? Und einfach so, ja, dass du frisch startest und sagen kannst, ich habe jetzt hier eine Stunde Zeit, ich fahre schon mal los, guck, was passiert, wie sieht die Location aus. Ja, war auf jeden Fall ein sehr herzliches Paar. Geile Fotos, war so eine Mühle, so eine alte Mühle. Ja, war schön. War eine runde Geschichte. Und letztes Wochenende, genau, da war es an dem Freitag die Sause von den beiden, Ahrensburger Schloss erst und später dann auch eine urige Location. Auch mega gut, ja. Ich mag Ahrensburg ja sowieso gerne. Ja, da stehen so viele Villen, ne? Zum einen Ahrensburg, das, aber auch ja, das Schloss an sich, weißt du? Ja, ich war im Standesamt Ahrensburg, war ich schon mal. Ach so, ne, da war ich noch nicht. Und das ist ja auch so eine geile alte weiße Villa. Sieht gut aus. Ja, okay. War schön. Ja, ich glaube, da ist gerade Baustelle oder so. Zum Glück wurde es wieder das Schloss, weil ich habe gehört, das sei aktuell noch ein bisschen nach wie vor besser. Ich glaube, der ist Baustelle bei dem normalen Standesamt. Ja, ja. Und da hast du halt, ne, Pianistin kann dabei sein und 40 Leute können in den großen Raum, in / Saal. Du hast immer schönes Licht. Ist, glaube ich, Nordseite, wenn ich mich nicht sogar täusche, dem Paar gegenüber. Und genau, sonst ist halt, wie es halt so ist in so einem Schloss, hohe Decken, relativ dunkel behangen. Das heißt, du hast schönen Kontrast, das Paar immer ein bisschen hervorgehoben. Ja, ich bin da super gern, muss ich sagen, auch drumherum, hast direkt einen Spaziergang, hast ja auch ein bisschen Wasser da und dann funktioniert das immer ganz gut. Ja. Voll gut, hört sich nach viel Arbeit an. Ja, viel Reportagen, Foto und Video auch noch. Bin jetzt hier gerade so in der Hochphase, noch knapp 3 Wochen, dann heißt es für mich so ein bisschen Kameraferien. Also hinter der Kamera mache ich dann Ferien. Ja, schön. Das ist gut. Mein Lieber, ich habe noch einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Mhm. Und da, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber es hat mit Bildbearbeitung zu tun. Und zwar, unsere Freunde von Neurapix helfen uns, ja? Ja. 70%. Ne? Wir vergleichen 100 Meter Sprint bis 70, 80 Meter. Hilft uns Neurapix, die letzten 20 machen wir dann den Feinschliff. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber tendenziell haben wir ja auf die letzten 15-10% unserer Bilder eigentlich gar keinen Einfluss mehr. Weil wir ja nie wissen, auf welchem Medium gucken sich unsere Kunden die Bilder an. Auf einem riesen Farbbildschirm, auf dem Handy, drucken die sich das aus? Wo drucken die das? Auf was für Papier drucken die? Und das ist mir letztens so bewusst geworden, dass viele KollegInnen, die ich kenne, mit denen wir sprechen, auch aus unserer Community, ich auch ab und an, doch so lange an den Bildern bearbeiten, bis wir denken, okay, wir sind bei 100%. Und eigentlich sind unsere 100%
ja gar nicht das, weil wir sind keine 100%, weil wir keinen Einfluss darauf haben, wie sich die Menschen unsere Bilder angucken. Und wenn wir wüssten, dass sich unsere Bilder, dass unsere Kunden, 100% unserer Kunden alles auf einem iPhone angucken, auf einem iPhone-Display, selbst dann gibt es ja immer noch die Variable, zum Beispiel Bildschirmhelligkeit. Wie hell ist mein Bildschirm eingestellt und wie empfindet der Kunde das Bild, was ich gemacht habe? Habe ich das vielleicht hell bearbeitet? Welche Uhrzeit schaut er das an? Auch, ne? Dann gibt es ja noch diese Two-Tone, so, Nightshift, ja, genau. Genau. Und das ist gelb. Du hast so einen Boho-Stil. Oh, ja. Wann guckst du dir deine Bilder an? Ja, immer abends um 21 Uhr mit Nightshift. Ah, ja. Okay. Das ist ja alles so gelb. Dein Weiß ist nicht weiß. Und dieser Gedankengang oder diese Erkenntnis, wenn ich sie so sagen möchte, ich weiß noch nicht, ob mich die befreit im Sinne von Perfektionismus oder ob sie mich eigentlich eher stresst, weil ich es halt nicht beeinflussen kann. Ich bin ein Freund, der, ne, wenn ich jetzt Vorbereitung auf eine Hochzeit, ich weiß ganz genau, was, wann, wo, wie passiert, damit ich auch mit einem Plan B reagieren könnte, ne, prävisualisieren, was passiert, wenn und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Und da kann ich das nicht. Und ich weiß noch nicht, ob mich das befreit oder beängstigt, um es übertrieben auszudrücken. Ja, ich glaube, ich versuche da einfach immer auch eine Mitte zu finden. Also das wäre jetzt meine Antwort auf das Gedankenkonstrukt, was du hast. Und selbst da ist es manchmal so, wenn ich Prints bestelle, was ich ja öfters mache, gerade auch im Privatkundenbereich, dann schraube ich da trotzdem immer noch ein kleines bisschen in der Tonung, weil ich weiß, wenn die aus dem Labor kommen, haben die den und den Farbstich. Vielleicht so ein bisschen mehr ins Magenta, dann weiß ich vorher schon, die können auf meinem Display eher grüner erscheinen. Ja. Und dann kommen sie aber neutral an, relativ. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Manchmal muss man sich aber keine Gedanken darum machen, ich habe jetzt hier mit ISO 6400 oder sind es nur 3200 fotografiert. Eigentlich sollte ich die nochmal alle entrauschen. Mache ich das jetzt noch eben schnell oder nicht? Ja, kommt drauf an. Wenn es jetzt nur für Social Media ist, dann kann man es vielleicht vernachlässigen. Ne? Also, weiß ich nicht, so Tablet, iPhone-mäßig siehst du das kaum. Ich lasse mich da auch nicht stressen. Ich sage immer, nehmt euch Zeit, ne, bei den Paaren, schaut euch die in Ruhe morgen Abend an, die sind dann online. Und vielleicht habt ihr beide Zeit, stellt euch ein Getränk halt, irgendwie so, damit ich sage, guckt euch das jetzt nicht, wenn der Link rauskommt, einfach drauf und auf dem iPhone-Display eure Hochzeitsreportage an. Ich versuche das schon immer einmal vorzubereiten. Eure Bilder sind heute Abend online, sind morgen online. Stellt schon mal was zu trinken, kalt, viel Spaß. So, das. Ja. Nicht so dieser Überraschungsmoment ist, oh, die E-Mail ist da, Christian hat mir geschrieben. Ja. Ich klicke drauf, mitten in der Mittagspause, 12.30 Uhr, sitze gerade im Café und versuchte die Bilder zu erkennen. Das ist dann, Nee, das mache ich auch schon. Ne? Also sie kriegen schon eine Info, dass man sagt, hey, letzter Check ist oder Bilder sind bearbeitet, wir brauchen noch einen Check und bis dann und dann habt ihr die Bilder und dann geht irgendwann die E-Mail raus mit dem, es ist alles online, ihr könnt euch das angucken und auch gerne zu zweit, gerne gemeinsam. Das mache ich schon. Aber das war so eine Erkenntnis, die mir in den letzten, die habe ich mir aufgeschrieben und dachte mir so, ja, das stimmt eigentlich. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss drauf. Haben wir nicht. Aber ich finde immer, wenn die Basis stimmt und das ist der Weißabgleich und die Belichtung in etwa, allerwichtigste finde ich einfach Weißabgleich. Wenn der schon recht gut ist, so wie, ne, dass es konsistent ist, dein Stil ist und nicht vielleicht doch ein bisschen gelber heute, weil ich bin heute warm unterwegs, es ist Sommer. Nee, einfach so, wie du das auch im Herbst vielleicht abbilden würdest, wenn du jetzt in Klammern, falls ich das jetzt, kein Paar hast, die eine Boho-Hochzeit feiern und die sich vielleicht freuen würden, wenn es ein bisschen mehr Wärme hat, sondern wo du sagst, das ist mein Stil, fertig. Und wenn dann doch jemand einen Filter drüber legt oder bei Butni oder DM die ausdruckt, dann ist es halt so. Ja. Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe noch, wir sind ja heute ein bisschen, die erste Fotosprechstunde wird ein bisschen kürzer als eine Stunde. Ein Stündchen ungefähr. Ein Stündchen, Fotosprechstündchen, genau. Ja. Ich habe noch einen Tipp der Woche. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar, es gibt ja, also Sunseeker-App kennen wir alle. Ja. Oder
wenn es nicht Sunseeker ist, irgendeine App, die euch sagt, wo der Sonnenverlauf langläuft. Mhm. Ich habe jetzt bei unserem lieben Kollegen, obwohl er nicht weiß, dass wir Kollegen sind, Sam Hurd, gesehen, dass es eine App gibt, die dir Schattenverläufe zeigt. Mhm. Und zwar findet man das unter shademap.app. Also Shade, wie Schatten auf Englisch, shademap.app. Das einfach mal in den Browserverlauf eingeben. Und dort kannst du deinen Standort eingeben und Uhrzeit und Datum. Und du siehst, wo, also im Bestfall, wenn Sonne ist, wo deine Schattenverläufe sind. Google Earth-mäßig, das heißt, die nehmen die Satellitendaten von Google oder wie funktioniert das? Also ob es Google ist, weiß ich nicht, aber es sind die Satellitendaten. Du kannst auch kannst umschalten auf Karte oder Satellit und du kannst ungefähr, ich bin es am Testen, aber ich kann noch kein abschließendes Urteil, wie genau das ist. Aber ich sag mal so auf eine Stunde ungefähr und ob wir jetzt mit einem Schatten 4 Meter links oder 4 Meter rechts stehen, ist ja tendenziell jetzt nicht so wild. Aber eine Tendenz, wo habe ich den Schatten, wenn ich im Schatten fotografieren möchte? Oder wo könnte ungefähr meine Schattenkante liegen, wenn ich gerade hier so den Sunflare noch haben möchte? Mega cooles Tool, bin ich drüber gestolpert, habe ich immer mal wieder, wenn ich Shoots mache, offen oder auch in der Planung von Shoots offen und wollte das auf einfach mal teilen mit euch, mit dir. Ist das auch mit Kamera live an sich, so wie bei Sunseeker? Ist es alles quasi auf Karte? Genau, ist alles auf Karte bisher. Ja. Ist auch keine eigene App, sondern wirklich nur eine Web-App. Okay. Und ja, aber dann kann man doch schon mal so Häuser sehen und ungefähr vorstellen. Genau, ja, Häuserkanten und das, also das ist wirklich, kannst du auch so durchscrollen, wie verschiebt sich der Schatten dann genau, wo wandert der lang und so. Cool. Und ist das berechnet oder sind das Live-Daten? Oder alte Daten? Kann ich dir auch noch nicht sagen. Das kann ich, also es ist halt der Best Case, ne? Also Best Case für die Kunden, schlechtester Case für uns, strahlend blauer Himmel. Ja. So, ne? Also was cool ist, der hat halt auch Bäume drin. Mhm. Also Baumdaten, Baumbestand und so weiter. Mhm. Aber es ist klingt halt, gut. Also das ist mal eine ganz nette Spielerei, ist mal ganz cool zu wissen, nicht nur wo geht der Sonnenverlauf lang, sondern auch wo, wann habe ich wie irgendwelche Schatten. Gerade für Locations, die man vielleicht nicht unbedingt 100% einschätzen kann. Mhm. Von wann bis wann läuft denn jetzt, also wenn ich jetzt in Stade fotografieren möchte und nicht für eine Hochzeit, die irgendwie an eine Zeit gebunden ist, sondern für einen Firmenkunden eine Kampagne shooten möchte, kann ich gucken, in welcher Straße hätte ich denn Möglichkeiten, den Menschen irgendwie in Schatten zu stellen, aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen Sonne zu kriegen. Und funktioniert das, ne? Und dann zu welcher Uhrzeit muss ich? Oder der Kunde sagt, hier, wir wollen an der Location shooten. Dann kann ich sagen, okay, Schatten hätten wir dann und dann, Sonnenverlauf musst du auch immer ungefähr gucken, wann steht wie hoch die Sonne. Aber das ist ganz, also die beiden in Kombination sind, glaube ich, ganz, ganz geil und kann man ganz gut nutzen. Ja, glaube ich dir. Das wollte ich hier nochmal als Tipp der Woche mit raushauen. Link dazu findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes zur ersten 51. Episode dieses Podcasts. Und wollte ich einfach nochmal kurz mit euch teilen, mit dir teilen. Mein Lieber. Cool. Auf jeden Fall hilfreich, gerade dann auch mit Sunseeker zusammen. Ich habe auch einen Tipp der Woche, zumindest fürs Canon-System. Ich weiß nicht, ob es für Sony, Nikon, Fuji das auch gibt. Aber Meike hat diesen Adapter. Wenn du von EOS R-System auf die alten EF-Linsen gehst, habe ich immer wieder jetzt gemerkt, gerade bei Videoaufnahmen ist es hilfreich, wenn du ND-Filter hast. Das heißt, du kannst vorher schon mal ein bisschen Helligkeit rausnehmen aus dem, was gerade in die Kamera eintreffen will. Das heißt, du kannst weiterhin offenblendig auch die Videoaufnahmen machen. Und das ist einfach eine Riesenhilfe, wenn du da, wie du gerade sagtest, zur Mittagssonne stehst und nicht bei Blende 3.2 jetzt die Aufnahmen machen möchtest, weil du es vielleicht auch sonst auch nicht tust. Und das, von Mike gibt es so einen Adapter, bin ich nach wie vor wahnsinnig happy und überzeugt von.
für Canon weiß ich, gibt es das. Ich weiß nicht, ob es auch für anderen, die anderen gibt. Es hat halt den Vorteil, du brauchst nicht vier verschiedene ND-Filter, wenn du mal einen Objektivwechsel hast oder du keine Zoom-Linse benutzt. Ja, kannst du überall benutzen und es ist... Du ist der variabel da drin, oder? Ja, der ist variabel. Du hast direkt das Rädchen an dem Adapter. Das ist echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, cool. Kannst du mal einen Link schicken und dann packen wir den auch. Schicke ich dir, ja. Für alle, die es wissen wollen, alle unten auch in die Shownotes. Perfekt. Ohne Werbung. Lieber. Also bitte, ohne bezahlt. Werbung ohne bezahlt. Ja. Werbung aus Überzeugung. Voll das gut. Das war auch mein Tipp. Guck mal, jetzt sind wir bei 45 Minuten, ist wie eine Schulstunde. Richtig, jetzt haben wir die. Auch nicht beim Arzt, aber die Sprechstunde beim Arzt ist ja auch nur 10 Minuten eigentlich, ne? Ja. Egal, gut. Wir nehmen uns hier ein bisschen mehr Zeit. Perfekt. War auf jeden Fall schön, wieder mit dir zu schnacken, dich zu sehen. Gleichfalls, mein Lieber. Schön, dass es dir gut geht. Ja. Hoffe auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hat es auch gefallen. Jetzt hier in der Fotosprechstunde. Und dann freuen wir uns, dass wir uns in ungefähr 2 Wochen wiedersehen. Das auf jeden Fall. Also wir hören uns auf jeden Fall und sehen uns. Ja, hören dich auch vorher. Live. Genau. Wir müssen auch deine Auszeit planen, ne? Ja. Du bist ja raus. Für 6 Wochen hast du gesagt, ne? 6 Wochen machst du Sommerferien, 4 Wochen, genau. 6 Wochen. Ja. Und da kann ich schlecht planen und Equipment alles mitnehmen und sagen, ich bin jetzt hier mal 2 Stunden. Ja. Das wäre alles doof. Ich habe mir gesagt, dieses Jahr, irgendwann sind die Kinder, ne, die sind jetzt schon deutlich größer, 10 und 7. Und ich sag mal, in 4 Jahren ist es vielleicht nicht mehr so cool, die ganzen Ferientage mit den Eltern zu verbringen. Ja. Von daher genießen wir das dieses Jahr. Ja, sehr gut. Da hier noch ein Aufruf. Wer bis hierher gehört hat, ne, und mich besuchen möchte, während Sascha nicht da ist, schickt mir gerne eine DM auf Insta. Einfach, also nicht nur ein Emoji, schreibt mir gerne, hey, ich wäre gerne dein Podcast-Gast. Das wäre... Ich glaube, wir hatten über 2 Slots gesprochen, ne? 2 Slots Aufnahmen. Haben wir, glaube ich. Ja. Genau. Und dann schauen wir mal. Voll gut. Spannend. Ja, ich auch. Christian. Und vielleicht sitze ich hier irgendwann allein, hat sich keiner gemeldet. Ja, aber das kriegen wir hin. Und falls ihr Sorgen habt, wir haben auch noch ein Mikrofon hier, das verschicke ich gerne auch an Gäste. Also das ist jetzt auch für Gäste sozusagen. Genau. Das ist das kleinste Problem. Und sonst Videokamera, hast keine Kamera, nimm es einfach dein Handy. Auch das geht wunderbar. Wir nehmen auch die Laptop-Kamera, das ist auch okay. Natürlich. Ja. Alles klar. Sascha, mein Lieber, schöne Woche. Schöne 2 Wochen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Dankeschön. Bis dann. Ciao, Christian. Tschüss. Tschüss.